Wenn Schienen kaputt gehen, müssen die Gleisbauer ran. Und zwar mitten in der Nacht. Ein Job, der höchste Konzentration fordert, denn direkt nebendran können jederzeit Züge vorbeirauschen. Wir sind hier am Stützpunkt der DB Infra Go in Koblenz. Neben mir steht Bjonard Gashi, er ist Gleisbauer und nimmt uns heute eine Nacht lang mit zum Gleise reparieren. Gegen 21 Uhr werden Material und Werkzeuge gepackt. Die kommen auf das Gleisarbeitsfahrzeug, auch GAF genannt. Was ist denn die Mission für heute? Was wird heute gemacht? Wir wechseln zwei Schienen. Da ist ein Fehler in den Schienen. Zwei F1-Fehler, das sind schlimmere Fehler, die schnell gewechselt werden müssen. F1-Fehler können etwa innere Risse der Schiene sein, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Entdeckt werden solche Fehler durch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen. Wir fahren zwischen Cochem und Dreiskaden, Kilometer 41.900, haben einen Schienenwechsel und danach, wenn wir da fertig sind, fahren wir an die andere Stelle. An zwei Stellen einfach ein Stück Schiene rausnehmen. Genau, und einmal 12 Meter und einmal 18,30 Meter. Ein Teil des Teams kommt in Bussen zur Baustelle. Bjonard und ich fahren mit dem GAF. Hallo Marc. Ja, manchmal ist es hier echt, also hier bleibst du wach drin. Hey, da merkt man mal, was so ein ICE doch für eine gute Federung hat, ne? Ja, die sind ja komplett, ja, so viel nicht die Gleise. So, das ist starr, die Achse hier und dann ja. Ist dann jetzt so gefedert. Dafür hat der Fahrer einen gefederten Sitz. Ja, ein paar Kollegen sind schon an der Einsatzstelle, aber das Gleis ist noch nicht gesperrt. Darum kümmert sich der Fahrdienstleiter in Cochem. Er hat einen Job mit besonders viel Verantwortung, denn er regelt, wo Züge fahren und wo nicht. Erst wenn er den normalen Zugverkehr sperrt, darf gearbeitet werden. Und der Florian hier. Florian ist heute der sogenannte 4-2 und damit der Chef vor Ort. Ich wiederhole, dann ist das Gleis von Cochem nach Dreiskaden gesperrt. Die Sicherungsmaßnahmen sind durchgeführt. Alles klar, danke dir, bis später. Jawohl. Es kann losgehen, aber noch ist alles dunkel, deshalb muss ein mobiler Lichtmast an die Gleise gehievt werden. Kurz nachdem das Licht steht, treffen auch Bjonard und ich mit dem Gleisarbeitsfahrzeug ein. Leichtere Werkzeuge werden per Hand abgeladen und schwere Maschinen mit dem Kran. Also hier sind ziemlich viele Leute dabei. Ja. Wer macht denn hier was? Also wir haben hier fünf Arbeiter, 142. Die sind dafür da, dass die Schiene hier gewechselt wird. Dann haben wir zwei Schweißer, die verschweißen die Schiene. Da haben wir unser Sicherungspersonal, die warnen uns dann vor Zügen im Nachbargleis. Ja. Und kann jeder Gleisarbeiter eigentlich alles oder ist man da super spezialisiert? Also normal für den Schienenwechsel können sie schon alles. Und dann für das Mesh-Technische und alles drum und dran ist dann in der Regel der F2 oder halt Facharbeiter. Aber sonst hier von den Arbeiten flexen, Schiene wechseln, den können die eigentlich alle. Ja. Und was steht jetzt an? Jetzt wird die Schiene abgeladen. Dann wird die eingemessen. Das heißt, wir holen das Maß von der neuen Schiene, übertragen das auf die alte Schiene. Dann könnt ihr den Fehler sehen, da wo F1 steht, da ist der Fehler und der muss raus. Der Fehler, das ist so ein kleines Stück und dafür muss man so ein langes Stück Schiene einsetzen. Das kleine Stück, was grad, wo die zwei gelben Striche sind, das ist der Fehler. Und dafür muss man dann so ein langes Stück einsetzen? Mindestens ab, also 10 Meter einsetzen. Ach so, mindestens 10 Meter. Mindestens 10 Meter. Ein Meter Schiene kostet derzeit 75 Euro. Jetzt muss die alte Schiene durchtrennt werden und zwar ganz gerade. Bjonard bringt eine Führungsvorrichtung an, damit sein Trennschleifer in Position bleibt. Auf der anderen Seite macht ein Kollege von Bjonard das Gleiche. Jetzt die Schwellenschrauben lösen
das alte Schienenstück rausheben und das neue einsetzen. Und ich darf die neue Schiene festschrauben. Ich zeig dir mal kurz, wie das geht. Ja? Hier ist zum Zudrehen. Einfach da mit zu, drauf gedrückt halten. Genau, perfekt. Einmal weiter. Schon Power, ne? Ja, ja, krasses Teil. Eigentlich haben wir einen Schraubenzieher, ne? Ja. Der Schraubenzieher, das ist eine sogenannte gleisfahrbare Schraubmaschine mit Drehmomenterfassung. Heißt übersetzt, das Gerät erkennt selbst, wann die Schraube fest genug sitzt und dokumentiert auch alles. Eigentlich müsste jetzt geschweißt werden, aber die Lücke zwischen den Schienen ist zu groß. Wir brauchen eine 25er Lückenweite, für, um zu schweißen. Mhm. Wir haben jetzt hier 31, weil eben beim Flexen ist die Schiene aufgesprungen. Ja. Und zwar um 6 mm und die müssen wir jetzt wieder beiholen. Und deshalb braucht es das nächste Spezialgerät, die Wärmeröhre. Sie erhitzt die alte Schiene, damit sich der Stahl ausdehnt und so die Lücke kleiner wird. Schon faszinierend, dass man so richtig massive Stahlschienen so ausgeweitet kriegt. Ja, und im Sommer ist genau das Gegenteil, da drückt die schon beim, weil im Sommer dehnt die sich ja mega aus. Wenn man aus. Im Sommer Schienen durchsägt, und dann drückt die da, dann kommst du ganz schwer durch, also wenn es schwer ist. Ja. Immer wieder kontrolliert Bjornard die Lücke, bis es auf den Millimeter passt. Jetzt kann man halt sehen. Ja, fast 25, ja. Jetzt ausmachen! Die Gleisbauer haben jetzt Pause, denn als nächstes müssen die Schweißer ran. Ja, das ist jetzt eine Negativform der Schiene. Ne? Wir bauen die hier rundherum an. Die sind natürlich jetzt nicht passend auf die Schiene. Die müssen wir nämlich hier mit der Keramikfeile jetzt etwas anpassen. Wir bauen die Form jetzt an, dann dichten wir hier mit unserem Sand rundherum nochmal ab, dass das auch alles schön da drin bleibt, wenn es reinläuft. Erst wird die Form mit dem Vorwärmer erhitzt und getrocknet. Und dann kann das sogenannte Gießschmelzverfahren beginnen. In diesem Schweißbehälter befindet sich Thermitpulver. Durch eine chemische Reaktion entsteht flüssiger Stahl, der nach unten in die Form läuft. Temperaturen von über 2000 Grad entstehen hier. Das überschüssige Material wird erst abgeklopft und den Rest entfernt das Abschergerät. Nach einem groben Schliff wird der Untergrund wieder mit Schotter aufgefüllt. Wir haben hier einen Springstopfer und mit dem verdichten wir jetzt quasi nach dem Schienenwechsel den Schotter unten drunter. Zum Schluss kommt der Feinschliff. Immer und immer wieder, bis der Übergang perfekt ist. Geschafft. Nachdem beide Stellen geschweißt sind, fahren Bjornard und ich mit dem GAF, dem Gleisarbeitsfahrzeug, zur nächsten Baustelle. Es ist die erste Fahrt über die neue Schiene. Während der GAF langsam vorfährt, räumen die Kollegen noch die Baustelle auf. Wie kamst du eigentlich zu dem Beruf? Ich wusste, ehrlich gesagt, nach der Schule erstmal gar nicht, was ich machen will. Ja. Da habe ich einmal im Internet mal so einen Test gemacht, was zu mir passt. Und dann stand da Gleisbau und ich konnte bis dahin mit dem Begriff noch gar nichts anfangen. Ja. Da habe ich mir das einfach mal durchgelesen, habe ich mich beworben, hat geklappt und ich
bereue Gott sei Dank nicht, hier mich beworben zu haben. Ganz einfach. Und ich kann es jedem empfehlen. Ja, ehrlich. Und was für eine Ausbildung braucht man dafür? Das ist die Tiefbau-Facharbeiter-Ausbildung mit Gleisbau zusammen. Also das besteht aus 2 Jahren Tiefbau und im 3. Jahr Gleisbau. Es ist 3:30 Uhr morgens. Die 2. Baustelle wird gefährlicher als die 1. Auch hier wird ein Stück Schiene ausgetauscht, aber der Abstand zum Nachbargleis ist besonders klein. Wie wird denn die Sicherheit gewährleistet bei Gleisbettarbeiten? Und hast du auch Angst vor Sicherheitslücken? Angst nein, wir haben ein ziemlich hohes Maß an Sicherungspersonal, wie jetzt hier mal auch sieht. Je schneller die Züge fahren, umso mehr Sicherheitsmaßnahmen habe ich. Also Gefahr geht natürlich immer aus, aber es ist halt trotz allem ein sicheres Arbeiten, weil es einen ganz bestimmten Ablauf durchlaufen muss, dass man immer zur sichersten Maßnahme geht. Und deshalb ist hier eine Warnanlage aufgebaut. Bei der 1. Baustelle war das nicht nötig. Und hier haben wir Abstand zu wenig, deswegen muss man Nachbargleis warnen mit Anlage. Ja. Wenn jetzt ein Zug kommen würde, wie viel Zeit hätte man, um sich in Sicherheit zu bringen? 15 Sekunden. Wenn der Alarm ausgelöst wird, könnte ein falscher Schritt fatale Folgen haben. Situationen wie diese gehören bei den Gleisbauern zum Alltag. In Gesprächen mit dem Team fällt mir auf, dass viele über Umwege zum Gleisbau gekommen sind. Ich habe gehört, hier gibt es viele Queransteiger. Das stimmt. Wie bist du zum Gleisbau gekommen? Ich war damals Maurer. Ich habe ursprünglich mal Schlosser gelernt. Ich bin gelernter Metallbauer. Ich habe gelernt Kfz-Mechatroniker. Warum bist du nicht in deinem Job geblieben? War mir die Bezahlung im Kfz-Bereich deutlich zu wenig. Feste Arbeitszeit, Urlaubstage sind hier natürlich deutlich mehr. Man bekommt die Überstunden anständig bezahlt, man kauft Nachtzulage. Trotz Nachtschichten ist auch die Arbeit selbst für viele ein Grund, diesen Job machen zu wollen. Also gerade so technische Sachen haben mich immer schon fasziniert und Gleisbau bietet dort halt eben alles. Für die meisten Leute sieht es erstmal dann aus, dass man erstmal nur Schienen wechselt, aber da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es weichen Großteile und so weiter. Also gibt es viel Variation insgesamt. In den Tagschichten machen wir ganz andere Arbeiten wie nachts. Was ist denn deine Lieblingsaufgabe? Also ich glaube, wenn wir Nachtschicht haben, ist es das Schneiden, was am meisten Spaß macht. Ihr seid ein total junges Team. Definitiv. Ihr kennt euch auch alle. Also wie ist das hier in dieser Gruppe zu arbeiten? Dadurch, dass wir einfach alle auch uns privat unternehmen, wir auch gerne Dinge miteinander. Also bei uns sind definitiv hier Freundschaften entstanden und dadurch macht der Job dann noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ne? Du freust dich auf deine Jungs und die Arbeit ist unsere Arbeit, die machen wir dann auch. Aber mit den Jungs zusammen macht es noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ne? Das Team ist eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Routiniert und pünktlich geht auch der 2. Schienenwechsel über die Bühne. Kurz vor 6 Uhr morgens sind die Arbeiten abgeschlossen. Damit der Streckenabschnitt wieder freigegeben werden kann, müssen Bjonat und ich jetzt mit dem Gleisarbeitsfahrzeug zurück nach Koblenz. Martin, mach's gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald. Ich freue mich auf die Reportage. Ja, ich mich auch. Macht's gut. Alles Gute. Ciao. Wir sind zurück im GAF. Es ist 6:15 Uhr. Wie fühlst du dich? Ja, heute schon platt. Die erste Schicht, wenn die dann so lang geht, dann ist man schon platt. Ja. Was würdest du sagen, was die schönste Seite an dem Job und was ist vielleicht auch eine schlechte Seite an dem Job? Also die schönste Seite an dem Job ist das Kollegiale und dass man ja auch Spaß auf der Arbeit hat. Man hat Spaß, hier hinzukommen. Und nicht so schön ist, wenn man auch manchmal hier im Regen steht. Bei allen Wetterlagen bist du halt hier ausgesetzt. Aber es gehört halt dazu. Also wir haben ja gesehen, das war jetzt die ganze Nacht schwere körperliche Arbeit. Ist das jetzt Zufall, dass es so ein junges Team war? Oder ist das schon eher ein Job für, sag ich mal, jüngere Leute zum Schnitt? Wir hatten tatsächlich einen, der ein bisschen Rente Gleisbauer gemacht hat. Der war auch mega fit noch. Aber die ganzen Alten, sag ich mal, sind weg. Ich sag mal so, die Bahn hat verpennt, viele mehr einzustellen.
Aber jetzt stellen wir viel ein und bilden auch sehr viel aus. Und das Bildungsangebot hier bei der Bahn ist auch also top. Also kann ich, muss schon mein Lob aussprechen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will Weichmechaniker werden, ich will Gaffahrer werden. Und dann spätestens ein Jahr, eineinhalb Jahre später ist man dann auf der Ausbildung. Wie ist es jetzt nach so einem langen Tag hier im Gaff zu sitzen, im Warmen? Wann setzt die Müdigkeit ein? 15 Minuten vielleicht noch, kannst du mich noch mal fragen. Nach 9 Stunden Nachtarbeit fahren wir zurück nach Koblenz. Und Bjonard hatte recht, die Müdigkeit kam ziemlich genau nach 15 Minuten. Der Reportagedreh ist vorbei. Es ist jetzt 7:01. Ich würde auch gerne das Team würdigen, das mit mir gedreht hat. Ist jetzt sehr praktisch, weil ihr beide Kameras in der Hand habt. Wir können jetzt einfach mal aufeinander schwenken. Kai und Ben, vielen Dank. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch hier noch weitere Videos anzugucken. Und wenn ihr Ideen habt, wo wir sonst noch hingehen sollen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir gehen jetzt mal schlafen. Macht's gut.